ihr Lieben, ich bin's, eure Leserat. Ja, wie ihr meinem Outfit entnehmen könnt, ist es heute kein Bilderbuch, was ich euch vorstelle. Nein, es geht um Extrem 1 von Christoph Brandwurst. Eher Zufall, dass ich das Buch gelesen habe. Sowas lese ich eher sehr, sehr selten, aber so mal zwischendrin, warum nicht? Es ist eine Ansammlung von verschiedenen, ja, ich will nicht sagen Geschichten, sondern eher Erfahrungen von Leuten, die sich ja jenseits des Missionarstellensexes bewegen und ja, die auch teilweise jahrelang unter einem gewissen Druck standen und ihre Neigung nicht, sich nicht getraut haben auszuleben, und darüber berichten sie halt in diesem Buch. Es geht um Swingerclubs und um ja, Dominas, um Piercing-Kunst, Tattoo-Kunst, also ganz, ganz verschiedene Kapitel sind da drin. Ja, eins fand ich auch relativ abstoßend, das hatte für mich auch nichts mehr mit Fetisch zu tun. Und ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich glaube, von dem Autor persönlich ist auch eine Geschichte drin. Ja, dann gibt es zum Beispiel da den Piercing-Ernst, der hat sich ja sein Würstchen so doll zugetackert, ja, dass man sich beim Hotdog echt die Zwiebeln sparen kann. Ja, es gibt gewisse Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen, aber ich sage immer leben und leben lassen. Und das Buch hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, weil manchmal denke ich ja selber, ich habe einen an der Waffel oder so, aber letzten Endes ist es dann nicht ganz so schlimm oder ja, es ist einfach, man soll zu dem stehen, was man halt gerne ausleben möchte. Man soll es ausleben, man soll es genießen und so kann man vielleicht glücklicher werden. Und ich stehe auch schriftlich in Kontakt mit dem Autor und er hat mir halt auch geschrieben, dass sich sehr, sehr viele Leser gemeldet haben, nachdem das erste Buch veröffentlicht wurde, und die sich wiedererkannt haben und gesagt haben, ey, mir geht's genauso. Ja, eine kleine Message noch an den Autor. Ich finde Soft Eyes manchmal gar nicht so übel. Dann möchte ich an dieser Stelle, das ist auch so ein kleiner extremer Hase, ganz, ganz herzlich jemanden grüßen. Und er spricht nicht unsere Sprache, deshalb muss ich das in seiner Sprache formulieren. So, mein guter Schatz, du bist ja auch immer so kreativ, wenn es um das Thema geht. Und du hast mir da auch unheimlich schöne Sachen beigebracht. Oder ja, ich habe vieles entdeckt dadurch. Und da du heute Geburtstag hast, knüttle ich dich ganz, ganz doll und sende dir meine herzlichsten Grüße. Auch wenn ich sonst immer so eine treulose Tomate bin. Ja, ich hoffe, er hat sich erkannt. Und ja, es ist unterhaltsam, aber wenn ihr halt lieber ja, auf das ganz Normale steht oder so, dann lasst eher die Finger davon. Ich vergebe diesem Buch insgesamt 4 verruchte Leseratten. Und falls ihr das Buch lesen solltet, da irgendetwas ja, nachahmen, nachmachen wollt, übernehmen weder der Autor noch ich die Haftung für irgendwelche Missgeschicke. Bis zum nächsten Video, eure Leseratte. Tschüss!